Seit 2010 ist Maria Höfel-Riesch mit ihrem Ehemann Markus Höfel zusammen. Sie die Skikönigin, er der erfolgreiche Sportmanager. Eine Traumbeziehung, die seinesgleichen sucht. Doch im vergangenen Jahr steht das Paar kurz vor einem bitteren Eheaus. Insidern zufolge soll Maria immer mehr Zeit mit einem anderen Mann verbracht haben. Dieser sei auch kein Unbekannter, denn schließlich richtet eben dieser mysteriöse Mann mit seiner Frau die Hochzeit des Paares Höfel-Riesch aus. Ein weiteres pikantes Detail, dieser Mann soll mit seiner Frau eine Eventagentur in Kitzbühel betreiben. Doch was steckt dahinter? Maria und ein verheirateter Mann? Sind die beiden womöglich nur Freunde und gibt dieser der Ex-Skiläuferin einfach nur Halt? Schließlich ist es für einen Spitzensportler nicht einfach, sich nach der aktiven Karriere zurechtzufinden. In einem Interview mit Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner verrät die 33-Jährige: Was ist das Besondere? Warum bist du nach Kitzbühel gezogen? Ja, das war eben damals durch meinen Mann, der schon seit über 15 Jahren hier lebt, weil er einfach geschäftlich hier gelandet ist, hat hier sein Büro mit vielen Angestellten. Und als wir dann damals zusammengekommen sind, da ja, hat sich die Frage eigentlich gar nicht gestellt. Es war klar, dass ich hierher komme. Garmisch, meine Heimat, ist ja jetzt auch nicht so weit entfernt. Aber ich habe mich von Anfang an hier wohlgefühlt und fühle mich immer noch wohl und bin sehr gerne hier. Ist die Ex-Sportlerin vielleicht doch nicht so glücklich, dass sie sich und den Lebensmittelpunkt an ihren Mann angepasst hat? Noch schweigt das Paar zur angeblichen Ehekrise.